Hallo zu meinem heutigen Video. Heute möchte ich mal als Überbegriff diesen Warum nutzt du Linux Begriff nehmen. Diese Frage wird mir einfach zu oft gestellt. Besonders auch von Usern, die diesen Kanal nicht abonniert haben. User, die mich von dem Kanal Mr. Tomiton kennen. User, die mich kennen mit Windows Betriebssystem und macOS Betriebssystem. Ich bin generell jemand, der diese Vergleiche verfechtet. Ich mag es nicht, wenn jemand sagt, wie ob es ein Fußballverein wäre, Mac ist das beste Betriebssystem und der andere behauptet eben das von Windows oder Linux. Mir persönlich geht es auch darum, um diese Freiheit. Das hatte ich in meinen vorigen Videos schon gesagt. Also ein freies Betriebssystem, freie Programme. Und zwar nicht nur von der Kostenseite her, sondern auch, ich möchte einfach nicht, dass ein Programm Daten sammelt. Ich möchte nicht ein Programm mein Verhalten einfach mit synchronisiert und im Hintergrund irgendwas in die USA verschickt oder in ein anderes Land, spielt keine Rolle, von dem ich eigentlich keine Ahnung habe und es höchstwahrscheinlich auch nicht möchte. Jetzt werdet ihr natürlich gegenkommentieren, ist das unter Linux denn anders? Eigentlich ja. Ihr könnt auch viel mehr Einfluss nehmen. Ihr könnt euer Betriebssystem, ihr seid auch irgendwo gezwungen, euch mit eurem Betriebssystem auseinanderzusetzen. Das heißt, ich bin jetzt nicht auf gut Deutsch der dumme Benutzer, der da einfach eben super leichte Software bedient, sondern ich habe Software, die es auch ein bisschen in sich hat. Ich muss mich mit der Software ein bisschen auseinandersetzen, habe dadurch natürlich die Möglichkeit, bekomme die Möglichkeit dadurch, mein System besser zu kennen. Würde ich jeden von euch da draußen empfehlen, ja. Vielleicht sagt der ein oder andere, ich habe keine Zeit dafür. Ja, dann ist es natürlich eure Entscheidung. Meine Entscheidung ist, ich nehme mir hier die Zeit, einmal, kann es danach für mein Leben lang und verstehe die Technologie. Ganz einfach. Ja, Linux, warum Linux? Linux benutze ich auch ganz einfach, weil ich rechnen kann. Wie kann ich rechnen? Ich möchte hier einfach mal einen was dazu schreiben, und zwar, wenn ihr einen Computer habt, braucht ihr erstmal Hardware. Richtig? So. Ihr habt euch die Hardware. Die Hardware braucht ihr unter Apple, die Hardware braucht ihr unter Windows und die Hardware braucht ihr auch unter Linux. Jetzt habt ihr natürlich unter Linux die gewisse Freiheit wiederum zu sagen, ich brauche einen leistungsstarken Rechner, zum Beispiel für die Unity-Oberfläche, weil die hat es in sich, die braucht wirklich Power. Oder ihr sagt, mir reicht ein schmales Linux, dann reicht eigentlich schon ein Rechner zwischen 300 bis 500 Euro. Ja, da habt ihr die, ihr könnt euch das aussuchen. Ihr könnt die gleiche Software, die ich aber jetzt unter Ubuntu Unity verwende, auch unter einem schmalen Linux verwenden. Das heißt, ich habe PTV, könnt ihr verwenden. Ich habe OpenShot als Videobearbeitungsprogramm, könnt ihr verwenden. Record My Desktop Aufnahmeprogramm, könnt ihr verwenden. Alle die Programme, die ich hier einsetze, unter meinem leistungsstarken Rechner, der hier unterm Tisch ist, ein Acer Predator, Kostenpunkt war bei 2000 Euro, kostet er natürlich heute auch nicht mehr. Eben wieder ein sehr hoher Wertverlust bei solchen leistungsstarken Systemen. So, und da könnt ihr euch entscheiden. Apple braucht man nicht diskutieren. Apple habe ich selber. Apple ist wirklich ein System, von dem ich viel halte, aber der Kostenpunkt, Und wenn man sich das nicht leisten kann, dann sollte man sich das auch nicht kaufen, auch nicht mit Raten. Man sollte einfach die Finger davon weglassen und Alternativen suchen. Dann kommt noch dazu das Betriebssystem. So, das nehme ich jetzt hier auch mal auf die Seite. Betriebssystem, Linux, kostenlos. Egal welche Distribution, ihr könnt SUSE nehmen, ihr könnt was fällt mir jetzt noch ein? Es gibt ganz viele Gnome, tausend davon. Guckt einfach meine Videos an. Ubuntu, Subuntu, Lubuntu. Ja, noch viele, viele mehr, die mir jetzt gerade nicht so einfallen. Auf jeden Fall alle kostenlos. Ja, dann können wir jetzt Windows 8 kaufen. Ja, ist so. Oder Windows 7. Wobei ich gehört habe, dass Windows 7 auch irgendwo Microsoft irgendwo abstoßen möchte. Die wollen ja Geld verdienen. Also Windows 7 ist ein sehr, sehr gutes Betriebssystem. Also ich
werde nichts dagegen sagen. Ich habe es nämlich auf der zweiten Platte hier auf meinem Rechner. Nur das Problem ist, die wollen ja Geld verdienen. Die können ja jetzt nicht 10 Jahre Windows 7 anbieten. Weil die Leute müssen ja bezahlt werden, die die beschäftigen. Und jetzt? Tja, dann gibt es halt Windows 8. Und irgendwann mal wird dann halt wie bei XP, die Updates, die Patches werden halt dann irgendwann mal abgekündigt, nach irgendeiner gewissen Zeit. Und ihr seid dann gezwungen, auf ein Betriebssystem zu gehen. Und wenn es Microsoft, sage ich mal, human ist und sagt, hey, kommt, wir tun noch 10 Jahre das Betriebssystem patchen und wir haben auch noch unsere Spezialisten, die eben bei gewissen Fragen ansprechbar wären, tja, dann machen es halt die Drittanbieter nicht mit. Die sagen, hey, kauf dir, du kriegst da kein Update mehr, das Programm wird nicht mehr verbessert, es wird nicht mehr gegen Sicherheitslücken abgesichert und, und. Also seid ihr irgendwann mal gezwungen, wenn ihr so ein Windows-Betriebssystem habt, irgendwann mal abzudaten. Ja. Und das gleiche Spiel kennt ihr auch unter macOS. Da ist es genauso. Zwar sind hier die Kosten dermaßen runtergefallen, weil einfach auch die Hersteller gemerkt haben, irgendwann mal ist da draußen bei den Benutzern Schluss, weil alles machen die halt nicht mehr mit. Und viele machen auch diesen Aufrüstungswahn nicht mehr mit. Denn ihr müsst euch mal überlegen, was für einen Schrott wir jedes Jahr produzieren durch unser Aufrüstwahn. Jeder muss einen sehr leistungsstarken Rechner haben. Jeder muss das schnellste Betriebssystem haben, die schnellste Grafikkarte, die beste Konsole und so weiter. Und einen Moment. So. Und jeder muss die beste Hardware haben, die beste Konsole haben, der beste Xbox, die beste PS Vita oder was weiß ich. Und so weiter geht das einfach. Und das ist ein Rattenschwanz. Ja, ja, jetzt wird der ein oder andere sagen, ja, willkommen, so funktioniert unser System. Ja, irgendwann wird dieses System auch nicht mehr funktionieren, weil einfach keine Ressourcen mehr da sind. Ja, und wo macht man den ganzen Müll weg? Ja, das alles müsst ihr euch mal durch den Kopf gehen lassen. Das spricht wieder für Linux. Es spricht für diese Denkweise. Ihr habt unter Linux die Möglichkeit, mit 10 Jahre alter Hardware Linux zu betreiben. Also ihr könnt Hardware nehmen von Jahre 2002, 2003, macht da ein schmales Linux drauf und ihr könnt also super damit arbeiten. Das geht natürlich mit Windows 8 nicht mehr. Das geht auch mit dem neuen Mac OS nicht mehr. Und da müsst ihr euch mal auch überlegen, stehen diese Firmen wirklich hinter diesem, ja, grünen Werbung, wo sie immer sagen, wir sind für die Natur, wir sind fürs natürliches Abbauen und, stehen die tatsächlich, also wirklich dahinter? Und ich glaube nicht. Deswegen Linux, also noch ein Grund, Linux zu benutzen. Und jetzt noch ein Punkt, was nicht ganz unwichtig für mich war, ist die Software. Ups. Kann ich das jetzt einfach da... Ja, und das Betriebssystem passt das auch. Wir können da sagen, die Software. Software, die wir täglich nutzen. Also jetzt gerade unter Windows, die ist ja am meisten verbreitet, auch mittlerweile in vielen Schulen und im Business-Bereich. Wir machen uns automatisch von Microsoft abhängig. Das ist auch das Ziel von Microsoft. Die sagen, lernt alle Office, benutzt alle Office, privat und beruflich. Deswegen war auch viele Jahre in den 90ern, viele jüngere YouTuber werden das nicht wissen, ein Office-Paket zu kopieren, ein Klacks. Und es wurde gemunkelt, obwohl es ja gegen die Copyright-Rechte war von Microsoft und man hätte ja irgendwelche Sanktionen befürchten müssen, wenn man das Microsoft Office-Paket illegal benutzt, ja. Ja, was haben die gemacht? Die haben gar keinen Kopierschutz reingebaut. Damals gab es schon Kopierschutz, aber Microsoft hat einfach schlicht darauf verzichtet. Warum? Der Hintergedanke, nicht offiziell, das, was ich jetzt sage, ist kein offizieller Gedanke von Microsoft, aber ein inoffizieller Gedanke war, wenn sich in den privaten Bereichen das Microsoft Office-Paket verbreitet, wollen es die Leute auch im Job. Logisch.
ich kenne Microsoft Office, ich arbeite privat damit und wenn ich es dann auch noch beruflich benutzen kann, da muss ich mich nicht umstellen. Und genau das war der Gedankengang. Und jetzt soll irgendwann mal Microsoft Office ja in die Cloud, so müssen, werden wir alle zur Kasse gebeten und wir werden dann auch wahrscheinlich alle kräftig zahlen, weil jetzt besonders in den Firmen, im Businessbereich Microsoft Office einfach der Standard ist. Und damit verdienen die mittlerweile schon mehr Geld wie mit ihrem Betriebssystem. Ja, das ist denen ihr, sag ich mal, goldenes Produkt. Damit hält sich Microsoft so gut wie möglich auf den Beinen. Der ein oder andere wird jetzt das, was ich sage, natürlich stark kritisieren. Ich bin immer bereit, wenn ihr was Besseres wisst, könnt ihr es unter dieses Video natürlich einfügen. So, das wäre noch ein Punkt, wo ich sage, das ist jetzt nicht nur gegen Microsoft, auch bei Apple funktioniert es ähnlich. Zum Beispiel dieser App Store, man macht sich ja wirklich mit diesen Apps ja auch ein bisschen abhängig. Und zwar, ihr kauft ja bestimmt auch, sage ich mal, regelmäßig Apps für euer iPhone oder iPad oder für euer Mac. Und dann kosten die halt mal 2 Euro, 3 Euro, 79 Cent. Und dann denkt man, ja, du, das ist ja nicht viel Geld. Und irgendwann mal schaut man nach einer gewissen Zeit, dann hat man vielleicht wirklich Applikationen, also Apps gekauft in Wert von 100, 200, 300, 400. Ich kenne Leute, die haben 200 Apps schon. Also dann ist dieses Trennen ja dann auch, sage ich mal, nicht so einfach. Also ihr könnt euch nicht mehr einfach von einem System trennen, weil ihr schon sehr, sehr, sehr viel investiert habt. Und ihr kennt auch die Applikationen dann. Und dann tut man sich auch irgendwann mal schwer zu sagen, ja, ich möchte jetzt nochmal ein neues Betriebssystem lernen. Ich möchte jetzt nochmal ein neues Office lernen. Das sind so Dinge, wo ihr einfach mal euch durch den Kopf gehen lassen solltet und dann euch vielleicht mal überlegt, ob ihr nicht jetzt irgendwann mal einen Cut macht oder auch ein duales System. Also ihr müsst ja nicht unbedingt von heute auf morgen 100% auf Linux umsteigen, sondern ihr könnt ja parallel zu Windows, zu der Windows-Welt eine Linux-Welt aufbauen und eure Entscheidung viel, viel später treffen oder auch gar nicht treffen. Ihr könnt ja mit beiden Betriebssystemen leben. Nur meine Empfehlung ist, umso jünger ihr seid, umso mehr empfehle ich euch, mit Linux zu arbeiten. Natürlich müsst ihr auch die anderen Welten kennen, so wie ich jetzt zum Beispiel auch mit der Windows-Betriebssystemwelt und mit der Apple-Betriebssystemwelt arbeite. Das bringt mich auch beruflich ein bisschen vorwärts. Ich bin da immer ein bisschen, sag ich mal, auf dem neuesten Stand, weil ich einfach mit allen Betriebssystemen arbeite. Ja, und Linux ist einfach ein freies Betriebssystem, besonders im privaten Bereich, also hier unter meinen vier Wänden, bin ich mit LibreOffice gut bestückt. Also ich kann damit wirklich all meine Office-Tätigkeiten erledigen. Also es bleibt nichts offen. Genauso ist es mit der Software. Ja, und dann habe ich zum Spielen habe ich ja auch Konsolen. Also ich habe die PlayStation 3 hier und eine Xbox. Also ich kann jederzeit auch spielen, ich brauche dafür jetzt nicht diesen Rechner. Und wenn ich jetzt wirklich mal ein Windows-Spiel spielen möchte, dann kann ich auf einer zweiten Festplatte oder auf einer zweiten Partition von der Festplatte Windows installieren und kann dort meine Spielchen auch spielen. Also die Möglichkeiten sind ja dann immer vorhanden. Also, das sind so meine Beweggründe, warum ich auch Linux benutze. Nicht nur der freie Gedankengut, sondern natürlich auch die finanzielle Schiene. Und ja, wie soll es denn die nächsten 20 Jahre dann mit dieser Entwicklung noch weitergehen? Das ist immer bei mir ein großes Fragezeichen, weil ich bin ja schon 20 Jahre mit IT-Systemen vertraut und ist ja auch ein Hobby. Man hat viele Betriebssysteme mitgemacht, von Amiga aus, Atari ST Betriebssystem und so weiter, bis zum heutigen Linux oder Mac OS oder bis zum Windows 8 haben wir ja alles so durchgemacht. Ne? Und da macht man sich Gedanken, wow, wie viele Rechner hat man dann selber schon in der Zeit ausgewechselt? Wo sind die denn alle gelandet? Und dann multipliziert man das einfach mal mit, ja, mit ganz Europa, ja, mit diesem, ja, wenn man das mal bis und dann einfach mal überlegt, wie viele Milliarden oder Millionen, ja, Altgeräte es gibt und wo sind die alle gelandet, ja. Das ist natürlich sehr, sehr fraglich. Und wenn man halt alle 10 Jahre sich ein neues System kauft, weil man ein schmales Betriebssystem hat, was eigentlich auch schon alles kann,
Das wäre doch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. So ist man eigentlich gezwungen, selbst wenn man sagt, man ist kein Hardcore-User, so alle 4 bis 5 Jahre sich ein neues System zu kaufen. Aber das wird natürlich, es wird da natürlich auch einige geben, die ihre Rechner schon 7 oder 8 Jahre nutzen und zufrieden sind. Aber das sind dann wahrscheinlich auch Leute, die wirklich nicht sehr viel mit dem Rechner tun. So, ich möchte jetzt das Video nicht allzu in die Länge ziehen. Ich hoffe, ich habe so mein Gedankengut ein bisschen an euch rangebracht und ihr könnt ein bisschen auch mit meinem Gedankengut euch identifizieren. Wenn ja, dann kommentiert das Video einfach. Ein Like wäre super oder auch ein Abo. Guckt euch auch meine anderen Videos an auf diesem Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, wir sehen uns.